Hallo. Ja, ich grüße euch. Heute möchte ich mal was erzählen zum Thema Apfelsaft. Ja, ich trinke eigentlich gerne schon mal ein Glas Apfelsaft, eigentlich schon immer in meinem ganzen Leben schon. Und habe jetzt mal im Internet nur so aus Langeweile mal gesucht, warum kann man eigentlich nicht direkt Apfelsaftkonzentrat kaufen? Dann braucht man nicht diese großen Flaschen, das ist von Lidl, die nehme ich eigentlich sehr häufig, der ist recht preiswert und ich finde den auch gut. Ja, aber das ist eine Schlepperei, 1,5 Liter. Wenn ihr viel von trinkt, dann schleppt ihr euch ja, den Ast ab und ihr habt eine Menge Müll. Und das ist ja dieser Tetra-Pack, umwelttechnisch ist das nicht so, ja, FSC-Mix. Das ist im Grunde Papier aus aller Herren Ländern, was nicht kontrolliert werden kann, ist nichts Tolles. Ja, ihr habt eine Menge Müll und ihr müsst viel schleppen. Hätte ich Konzentrat, dann müsste ich viel weniger schleppen, weil ein Apfelsaftkonzentrat wird meistens mit 1 zu 7 verlängert mit Wasser, das heißt ein Teil Konzentrat und 7 Teile Wasser. Und dann habt ihr quasi das. Und der wird auch aus Konzentrat hergestellt. Das heißt, das Konzentrat wird irgendwo im Erzeugerland, ich weiß nicht, wo das herkommt, das steht nicht drauf. Ja, das ist der Hersteller davon, ist glaube ich, ja, doch, das ist Gold, ja, in Moers. Ja, aber wo die das Konzentrat herholen, das steht nicht drauf. Das kann sein, dass das aus China kommt oder aus Brasilien oder eben halt aus Osteuropa oder aus Deutschland. Aber ich weiß es. Aber es kann auch sein, dass es gemischt ist. Ja, dass es mal da und mal daher kommt. Das wissen wir nicht. Dann habe ich im Internet gefunden eine Firma, die heißt Ratio Drink. Ja, das ist jetzt Konzentrat in einem Art Kanister mit einem Hähnchen, ja, das ist im Grunde, ist das eine, ja, von innen ist das eine Aluminium-Kunststofftüte, ja, das ist ja nur ein Karton, naja, wie geht das jetzt auf hier so? Das ist also eigentlich nur Aluminium und Kunststoff, ja, und dann wird da ein Karton rumgemacht. Und unten ist ein Zapfhähnchen dran, das ist da fest dran gemacht. Das ist ein 3-Liter-Karton, der wird im Internet bei Ratio Drink, das ist eine Firma aus Berlin, für 24 Euro verkauft. Ja, das wird verdünnt 1 zu 7, so gibt es auch der Hersteller vor, mit Wasser. Das heißt 100 Milliliter Saft und dann tut ihr 700 Milliliter Wasser drauf. Und dann habt ihr 800 Milliliter Apfelsaft. Ja. Das heißt, diese 24 Euro, da werden im Endeffekt 24 Liter draus ungefähr. Ja. Und dann habt ihr etwa 1 Euro der Liter. Das ist nicht so preiswert, weil der Saft hier kostet 1,5 Liter. Ich glaube 1,07 Euro. Der ist billiger. Ja, schon teilweise erheblich billiger. Ja. Dafür kommt der hier, das Konzentrat aus Deutschland. Die Äpfel sind vom Bodensee und das wird auch in Deutschland gepresst und abgefüllt. Naja, das ist ja auch was wert. Ja? Warum soll das Konzentrat, wir haben ja hier Äpfel in Deutschland, die wachsen ja hier, warum soll das Konzentrat 100.000 oder 6.000 Kilometer durch die ganze Welt gekarrt werden? Und ihr habt weniger zu schleppen und weniger Abfall. Das ist umweltfreundlicher, weil viel weniger Abfall. Ihr müsst nicht mehr viel schleppen. Ihr kommt mit der Post, mit DHL. Das geht auch schnell. Die sind in einem Tag da. Also montags bestellt, dann ist das dienstags da. So hat das geklappt bei mir. Und ja, der könnt das mit PayPal bezahlen. Das funktioniert alles gut. Und dann haben wir Wasser drauf. Ihr könnt da einfach Leitungswasser draufschütten. Das braucht auch nicht im Kühlschrank. Das kann so stehen bleiben. Hält sich mehrere Monate, 3 Monate. Wenn es geöffnet ist, wenn es noch zu ist, glaube ich fast ein halbes oder dreiviertel Jahr. Das ist alles okay. Das funktioniert auch alles gut.
Ich habe kaltes Wasser bei mir aus der Leitung. Ich habe eine Brita-Wasserbar, da kommt direkt kaltes Wasser raus, also entweder mit oder ohne Sprudel. Das ist eiskalt, das hat dann 6 Grad. Das brauche ich also einfach nur auf den Apfelsaft draufschütten und dann bin ich ja fertig. Da kann ich auch direkt trinken, ich habe direkt die richtige Temperatur. Ich mag den Apfelsaft eigentlich gerne kalt. Und der sieht dann, den habe ich jetzt eben vor einer Stunde gemacht, oder vor 2 Stunden. So sieht er dann aus, der Apfelsaft. Also der verdünnte Konzentrat, ja, das verdünnte Konzentrat. So, schütten wir das mal in ein Glas. Wollen wir es mal zeigen? So, wie das aussieht. So, dann seht ihr das. Und das ist jetzt, da ist jetzt kein Zucker oder irgendwas drin. Ja, natürlich ist da Zucker drin, aber eben halt nur der fruchteigene Zucker. So schreibt es jedenfalls der Hersteller. Da ist auch keine Chemie oder irgendwas bei. Das ist kein Sirup aus der Chemiefabrik, sondern das ist reines Apfelsaftkonzentrat. Also sonst wirklich nur Saft und das Wasser ist rausgezogen. Und das fügt ihr halt wieder hinzu. Und dann habt ihr wieder Apfelsaft. Das schmeckt eigentlich auch genauso wie Apfelsaft. Schmeckt nicht irgendwie anders, aber natürlich schmeckt jeder Apfelsaft unterschiedlich. Und ja. Ja, der Geschmack. Und das ist leider etwas, was mir nicht so gefällt. Die Idee finde ich ganz große Klasse. Und ich wäre auch jemand, der sagt, ich bestelle mir das regelmäßig, weil da brauche ich nicht mehr schleppen und habe weniger Müll. Finde ich eigentlich gut. Vom Geschmack her ist das leider, dieser Saft ist sehr, sehr süß. Also das ist ein sehr klebrig süßer Saft. Im Vergleich zu dem hier, der ist wesentlich weniger süß und ist eher säuerlich, fruchtig und spritzig, während der hier doch sehr süß ist. Malzig, süß, klebrig. Fruchtaroma ist fast, ja, kaum noch wahrnehmbar durch die viele Süße. Jetzt könnt ihr natürlich hingehen und sagen, wir tun einfach was mehr Wasser drauf, ja, und dann verdünnt ihr den stärker. So, das habe ich auch schon probiert. Ja, die Süße ist dann wird dann natürlich weniger, klar, aber das Aroma ist wird auch noch weniger und ist sowieso kaum Aroma drin. Das kann man trinken, ist okay, aber lecker ist anders. Ja, also der ist mir in 1 zu 7 Verdünnung ist mir viel zu süß, viel zu klebrig. Und in einer stärkeren Verdünnung schmeckt er eigentlich nur noch ne, wie Apfelschorle, dünn halt. Ja, nee. Nee, nicht wirklich. Also, da ist der hier. Ich glaube, der ist auch von der Farbe her schon etwas anders. Ja, der ist. Ah, ich glaube, hier ist ein Ticken heller. Ja, aber es ist auch nicht wirklich viel. Also das ist schon anders. Das schmeckt deutlich stärker nach Apfel. Hat weniger Süße und mehr Säure. Er riecht auch stärker nach Apfel. Also das ist irgendwo mal anders. Also es ist schade eigentlich. Ich finde, es ärgert mich, weil es wäre schön gewesen, wenn das vom Geschmack her ungefähr gepasst hätte. Weil dann wäre das eigentlich eine tolle Sache. Aber leider, ja, wenn der Geschmack nicht passt, man kann ihn trinken. Das ist nicht, dass er schlecht schmeckt, aber er ist sehr süß, ja. Also für Kinder vielleicht oder für Leute, die süßen Saft haben wollen. Wer eher einen spritzig-säuerlichen Saft haben will, einen aromatischen Saft, einen eher nach Apfel schmeckenden Saft, der sollte es besser lassen. Das ist sehr süß und hat wenig Aroma, aber auch wenig Säure. Ja, also Kinder, denke ich mal, die würden sagen, der ist besser, der Saft, der schmeckt besser. Ja, aber naja, für uns Erwachsene weiß ich nicht. Also ich glaube eigentlich eher nicht. Es sei denn, ihr wollt das so haben, ja, wenn ihr ganz süß und, ja, aber der ist mir auch vom Gefühl her, würde ich sagen, obwohl er ja richtig verdünnt ist, finde ich den etwas dick. Also ich würde den lieber etwas mehr Wasser bei.
Aber dann schmeckt er eigentlich nach gar nichts mehr. Also, der wird nie so gut wie der hier. Das ist einfach so. Ja. Ja, in diesem Sinne, es ist China so etwas schade. Es gibt ja auch nicht so viele, die das anbieten, ja. Ich glaube, die Engländer machen das viel. Bei eBay werden die aus England angeboten. Die werde ich auch irgendwann, wenn das hier leer getrunken ist, werde ich die mal bestellen. Aus England. Und dann probiere ich die mal. Vielleicht sind die besser, ich weiß es nicht. Die sind leider für mich zu süß. Ja, das ist Geschmackssache, aber das ist jetzt für mich leider nicht die Alternative. Aber ansonsten, wenn das jetzt passen würde vom Geschmack her, würde ich sagen, ist das eine ganz tolle Sache. Weniger Müll, weniger Schlepperei, umweltfreundlicher, nicht? Und das funktioniert ja prima. Also das ist hier, dreht einfach da unten das hier Hähnchen hier, die zieht diese Dinger hier. So, ihr zieht diese Dinger hier nach oben, dann läuft die Suppe hier raus. Das ist wie so dickflüssig, so ja, wie Honig etwa. Ja, und etwas dünner wie Honig. Ja, und da kommt ihr mit einem so einem Liter, 3 Liter Kanister, kommt ihr wahrscheinlich 2 Monate hin. Ja, je nachdem, wie viel Apfelsaft ihr trinkt. Ja, ist eine tolle Sache eigentlich von der Idee her. Ne? Warum das nicht so viele andere machen? Warum das nicht auch im Supermarkt steht, auch von vielen Herstellern, ich weiß es nicht, ja, also ich würde mich darüber freuen, ja, ich würde das kaufen, aber es muss schmecken, das ist mir jetzt leider jetzt zu süß, ja, und hat zu wenig Aroma, ja, wenn es denn nicht so süß wäre und mehr Aroma hätte, wäre das absolut mein Ding, würde ich das so immer kaufen, immer, mein ganzes Leben lang, weil ich trinke immer Apfelsaft und, ja, das wäre für mich ein großer Bonus. Aber leider ist das nicht so. Naja, aber vielleicht finden wir, oder wenn ihr eine Idee habt oder schon mal sowas probiert habt, vielleicht gibt es eine Alternative, wo es besser schmeckt oder weniger süß ist und wo es etwas mehr Säure hat und etwas spritziger, etwas apfeliger schmeckt als das. Ja, ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.